Gleich bei Twitch melden. Hey Simon, moin moin, guten Abend. Hallo. Piste. Hallo alle, Simon. Die sich übrigens beschwert haben. Ich spiele mal wieder Minecraft. Jetzt spiele ich wieder Minecraft. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Oh, it's Minecraft. Oh mein Gott. Hallo, ich bin ein random Zuschauer von irgendwoher. Spiel mal Minecraft. Hallo, ich bin ein random Zuschauer, von dem du noch nie gehört hast. Gib mal Freundescode. Hey, ich bin ein random Zuschauer, der nicht auf Minecraft steht. Spiel mal COD. Oh ja, spiel mal CSGO. Spiel mal CSGO. Oh, CSGO. Oh. Oh, ich bin so individuell, ich spiele jetzt CSGO und LOL. Oh ja. Oh, die besten Spieler aller Zeiten. Leppi ist auch da. Hallo Leppi. Hallo Leppi. Hey, sehr hübsche und intellikluge und liebenswürdige Schmetterlingsfrau. Das waren zu viele Komplimente auf einmal. Ja, das kaufte dir nicht ab. Das nimmt mir keiner ab. Das kaufte dir nicht. Wo bist du denn jetzt eigentlich nun? Ja, ne? So, mit Kohle kann ich hier keine Treppen nach oben bauen. Nee, das wird schwierig. Hab ich mal wo gelesen. Ich hab mich da durchgebaut und dann war da auch was. Und jetzt bin ich da, wo was ist. Ach so, sag das doch gleich. Ja. Mensch. Hä, wie doof bin ich eigentlich? Egal. In 500 Metern bei irgendwas abbiegen. Jetzt! Wird ja noch ganz rot hier. Die Elvi denkt sich wahrscheinlich, oh, die Leppe wird so sweet begrüßt und mich begrüßt sie nicht so. Ja, du bist auch ganz toll, Elvi. Was mit mir? Von dir rede ich gar nicht mehr, das ist schon normal, also. Ja, Schleimer. Man kann ja nicht mehr Alter, wie weit baust du dich schon? Weil ich komme da ganz schön daher. Du baust einfach so vertikal nach oben. Ja. Du bist so toll, dass ich das gar nicht mehr aussprechen kann, Susan. Ach so. Boah. Ja. Naja, rutsche nur auf deiner Schleimspur aus und dreschte das Genick. Alter, du wolltest gerade ein Kompliment haben. Jetzt bin ich wieder schuld. Ja, das ist nicht mal glaubwürdig. Tut mir leid. So. Sieht das nicht aus? Was geht? Ach ja. Ihr Ösis, euer Ausgeh-Ding. Achso, ja. Die Diskussion hatten wir gestern auch im Stream. Das geht sich nicht aus. Hä? Muss das erste Mal. Alter! Sprichst du erstmal den Nacken? Das war ganz schön knapp. Alter! Das war ganz springt er mir in den Nacken? Das war jetzt gut geplant. Oh yeah! Oh. Was hast du denn da zusammengebaut, Susan? Da kann man ja gar nicht mehr aufgehen. Oh. Was soll denn das? Ja, du, ne? Also, selber so bauen. Das ist Geschleime. So. Was hätte ich mir sparen können, LB? Spring mir nicht hier vor die Spitzhacke, sonst fliegst du selber noch aus in die Lava. Irgendwie ist mir gerade unwohl hier. Ich will hier nicht sein. Ich finde das hier alles gerade nicht okay. Ich will nicht da sein, wo du bist. Jetzt nimmt er einfach meinen Weg, ne? Und krebt sich weiter. Eiskalt, das Schwein. Eiskalt, bist du noch da? Was? Ja, ich war gerade in Gedanken. Ja, weil ich beleidige dich übrigens gerade. Ja, dann mach dir neue Spitzhacken. Hab nichts hab zu ich machen. Habe ich dir nicht übrigens viel Eisen gegeben? Eisen habe ich selber. Ich habe dir auch Eisen gegeben. So, das sind ja Kisten. Was haben wir denn hier? Ich habe dir Eisen und Holz gegeben, damit du bei Bedarf dir Sachen nachbauen kannst. So, oben ist sogar ein Ofen. Da brennt gerade neues Eisen. Oh. Da. Okay, dann warte ich. Ist da nicht Eisen drin schon? Da sind schon 17 Stück drin. Bist du durch?
Du kannst es auch. Sieht irgendwie durchsichtig aus. Du kannst dir da schon unten das fertig ist rausnehmen. Ja, das gehört ja dir. Ja, also, nimm doch einfach. Ob ich das jetzt rausnehme und dir gebe oder ob du es dir direkt selber nimmst, ist doch egal. Okay. Erzeugt. Lass den ganzen Cobblestone mal hier abladen in der Kiste. Den Cobblestone, ne? Ich hab übelst viel. Das ist übelst viel Cobblestone, ne? Boah, Alter. Hab ich noch irgendwas Wichtiges dabei? Ja. Apropos Regenschirmhalter, ich mag das eigentlich gar nicht, wenn zwei Leute unter dem Regenschirm sind. Ich finde das unangenehm. Das ist so nervig, weil dann halte ich den immer so, dass der andere halt eben unter dem Schirm ist und bin selber dann immer im Regen. Kannst dann nicht mehr wirklich gehen, weil sich beide so zusammendrängen, weil sie beide unter dem Schirm wollen. Und das ist dann voll nervig. Ja. Du hast halt voll die übelste Fresssucht, Simon. Warum denn? Ich hab heute nur ein Brötchen gegessen und eine Pizza. Bei mir hält sie sich momentan noch in Grenzen. Meine Zuschauer fragen sich die ganze Zeit, was du denn für Scheiße laberst, bestimmt. Hä? Wer ist Simon? Und warum redet der? Das ist ja. Hä? Der Schizophren! Ah. Wiesel und seine 10 Ischs. Meine Eltern sagten immer, ich bin was ganz Besonderes. Ich bin nicht beruhigt, meine Mama hat mich testen lassen. Sheldon. Also siehst du, ich brauch paar Sticks. Was, du brauchst Sticks? Hab ich dir nicht auch noch Holz gegeben? Ja, ich hab keine. Die Sticks habe ich dir gegeben. Ging das noch? Ja, mal? Und dann hast du mich in die Lava geschmissen. Ja, daran kann ich mich nicht erinnern. Ah, warte. Hat das bevor oder nachdem du mich in die Lava geschubst hast, nicht gestorben bin? Auf grausamste Art und Weise. Ich sag, das ist nie passiert. Also, ich weiß von nichts. Ich geb dir mal 10 Sticks. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ich bin schon fertig. Ach so, ich hatte Post-Sticks. Da hab ich dir aber einfach mal 6 gegeben. Ich bin immer schnell fertig. Kann ich halt meine 10 Sticks wieder haben? Nein. Ja, na klar. Hast du mir jetzt 10 Sticks gegeben? Ja, ich möchte gar nicht. Okay, na. Du hast. Ja, feini, hol das waren nur 9 Sticks! Ja, feini, hol das Stück. Das waren nur 9 Sticks. Ich weiß nicht, wie tut man einzelne Sticks raus? Hier hab ich einfach mal ignoriert. Ein einzelnes Sticks ja, raus. Ja, scheiß drauf, den will ich jetzt nicht ein. Ich spiele dieses Spiel hier nicht mit. Ich hab schon verstanden hier. Ich weiß schon, was du hier von mir hältst. Okay, das ist viel, Simon. 2 Teller Chili con Carne, dann 2 Stück Käse, Sahne und jetzt gerade eine Tüte Lakritze. Uah, Lakritze ist total... Lakritze. Oh, wie kann man da so freiwillig das Zeug Alter, fressen? Es ist so widerlich. Das ist furchtbar ekelhaft. Ich hasse auch Lakritze. Es ist so... Bäh! Das ist so eine Sache, wo ich einfach nicht weiß, warum das Leute essen können und warum es das immer noch gibt. Generell, ich mag das, was vielleicht du jetzt auch nicht verstehen, aber Bier kann ich ohne Schlaf vollziehen, wie man Bier gut finden kann. Ich verstehe, ich kann mit diesem Geschmack nichts anfangen. Keine Ahnung, ich glaube, das hat irgendwie mit den männlichen Geschmacksorganen ja zu tun. Es gibt ja auch Frauen, die Bier mögen und Männer, die ja, kein Bier ja, mögen. Das ist ja relativ selten. Meinst du? Ja, ich kenne nicht viele Frauen, die Bier mögen, aber ich finde Frauen, die Bier mögen, sehr sympathisch. Ich weiß nicht. Das ist halt so. Mir schmeckt's einfach nicht. Vielleicht bin ich auch noch nicht alt genug. Vielleicht sind meine Geschmacksknospen noch nicht abgetötet genug. Genau, das wird's wahrscheinlich sein. Ich glaube, irgendwie ist es eine Gewöhnungssache. Es ist nämlich wie bei. Ich glaube, Bier ist sowas wie bei Zigaretten. Also, auch wenn mir Raucher erklären wollen, dass es ihnen schmeckt, tut es nicht. Schmeckt dir nicht, denn wenn man sich an seine erste Packung Zigaretten erinnert, was ja keiner mehr tut, weil der Mensch vergisst ja gern was, dann müsste man sich eigentlich dran erinnern, wie kotzübel einem wurde und wie grässlich das geschmeckt hat. Also, und schmeckt ja nicht besser, du gewohnst dich nur an den Geschmack. Ja. Ich glaube, beim Bier ist es auch so. Aber vor allem beim Bier ist halt die Tatsache, dass es so
extrem suggeriert wird in der Gesellschaft, dass es eigentlich jeder Mann trinkt in der Öffentlichkeit. Das halt, ja. Natürlich, wenn du dann 13, 14 bist oder so, oder 12 oder 10, dann interessieren dich solche Sachen, dann willst du es auch mal kosten, willst du es auch. Und irgendwann machst du es halt auch, weil als Kind machst du halt das nach, was die Erwachsenen machen. Und irgendwann wird es zur Gewohnheit. Ob das ist beim Bier halt genauso. Also alle trinken es, ist scheußlich und keiner weiß genau, warum man es überhaupt trinkt. Irgendwann hat irgendeiner mal angefangen. Wie bei der Bibel. Was? Wahrscheinlich, ja. Weiß es nicht genau. Nein, Kippen schmecken nicht. Hab's als 14 Jahre geraucht. Seit einem Jahr nun nicht mehr. Aber schmecken tun sie eigentlich nicht. Ja, sag ich ja. Jeder Raucher, der was anderes behauptet, der lügt. Sie schmecken nicht. Der Lügert. Es ist nur eine Gewöhnungssache. Du bist es gewöhnt, dass du es machst. Und den Geschmack bist du auch schon gewöhnt. Also es... Das ist auch so, du kotzt jetzt nicht mehr ab, wenn du dir ein paar Zigaretten reinpfeifst, weil du es gewöhnt bist. Aber wenn du es nicht gewöhnt wärst, dann würdest du eigentlich ziemlich... würdest dir ziemlich schlecht gehen. Tatsache. Es ist halt immer auch so dieses, man sagt, das entspannt halt. Aber das entspannt ja auch nur, weil du dieses Verlangen hast und das Nikotin brauchst. Ja. Du könntest ja zum Beispiel theoretisch sagen, wenn ich einen Stress habe, esse ich einen Apfel. Das wäre genau die gleiche Wirkung. Wenn du dir das angewöhnst, dass du in Stresssituationen einen Apfel isst, statt eine zu rauchen, funktioniert das genauso. Auch eine Gewöhnungssache. Hört sich blöd an, aber es würde funktionieren. Weil ich auch sagen muss, zum Beispiel auf der Gamescom habe ich mich auch irgendwie doof gefühlt, weil ich da nicht geraucht habe. Und alle anderen haben dann irgendwie geraucht. Und es war irgendwie auch total frustrierend, weil du sitzt dann immer alleine da und alle gehen raus und rauchen eine. Ja. Das. Und was auch mega eklig war, ist, wenn ich zu Hause war und meinen Koffer ausgepackt habe. Oh, da hat gestunken wie ein Aschenbecher. Ja, ich bin zum Beispiel nicht stolz drauf, dass ich, wenn ich betrunken bin, auch rauche. Na, kenne ich einige, die rauchen, wenn sie trinken. Ja. Aber warum machst du? Ich habe mal eine ganz, ganz kurze Zeit geraucht und das ist irgendwie hängen geblieben. Immer wenn ich schon 3 Bier oder so intus habe, dann schmeckt's mir. Und ich habe halt auch immer das Problem, dass ich mit den Leuten, wo ich fortgehe auf Party oder so, dass die alle rauchen. Oh, scheiße, das ist nicht gut. Ja, und das ist dann irgendwie so eine, wie du halt gesagt hast, ne? Du hast dann irgendwie das Gefühl, irgendwas fehlt und jeder macht's und dann irgendwann, wenn man betrunken ist, steigt das Verlangen und dann bin ich auch dabei. Und irgendwie tue ich hier eigentlich überhaupt schon nichts Relevantes mehr hier unten. Und ich finde auch keine Ärzte mehr. Ich werde gerade hier von einem Skelett angegriffen und ich habe Angst, dass ich sterbe. Ich bin dann nicht stolz drauf und eigentlich hasse ich es, weil ich am nächsten Tag meistens total Kopfweh habe wegen Rauchen und weil halt alles ekelhaft stinkt. Das ist immer das Schlimmste, der Gestank. Ja. Hi, deutsche Ordensritter! Moin, moin! Das ist reine Kopfsache. Reine Kopfsache, körperlich auch, aber viel Kopf, das stimmt. Das ist einfach nur... Selbstüberzeugung, Selbstmotivation. Also liebe Kinder. Sekt. Ja, ich weiß nicht, Sekt ist so eine Sache, die ich nicht besonders gern Sekt mag. Sekt ist so ein widerliches Gesöff. Ich mag das eigentlich gar nicht. Es ist so abartig. Wie kann man nur... Oh, das ist so widerlich. Wir trinken auf Arbeit immer, wenn jemand Geburtstag hat, Sekt. Und das ist so... Wo bist du denn, Susan? Ich sehe dich nicht mehr. Ich möchte gerade versuchen, zu einem Skelett zu bauen. Ja, wo bist du denn ungefähr, oben, dass ich es weiß? Oben? Ja. Weit oben. Weit oben. Okay, und wo hast du dich hochgebaut? Auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, ob ich auf der anderen oder auf der gleichen Seite wie du bin. Oh Gott. Hm. Ich komm nicht näher. Komm ich da mal hoch, vielleicht sehe ich dich dann. Ich weiß nicht, wie ich näher an dieses Skelett kommen soll. Sekt ist zum Beispiel sowas, an das könnte ich mich nicht gewöhnen. Ich weiß nicht warum. Ich finde das total furchtbar. Ich finde auch, das ist so widerlich. Wenn schon Sekt, dann muss es irgendwie ein Süßer sein. Den kann ich noch... Nein! Du blödes Drecksvieh! Bist du tot? To escape, Skeleton. Oh! Willkommen im Club der sterbenden Menschen. Oh Gott, warum passiert mir das? Ich weiß es nicht.
Das ist überhaupt nicht cool. Oh. Boah, du nervst. Ich habe mich einfach nur bei der Steinbrücke, die ich gebaut habe, ein bisschen nach oben gebaut, weil ich wissen wollte, wo du bist. Und dann habe ich was erzählt und bäm, wurde einmal abgeschossen und richtig schön in die Eier. Was? Mit der Fresse nach vorne in die Lava. Schön. Schöner, hast du also einen schönen Körper gemacht.